Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge in auf dem Marsch, noch viel Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Wochenstart. Ja, ich bin auch wieder Frühstück. Und heute geht's weiter hier mit Mehlverkauf. Das werden wir gleich mal tun, weil ich den Verdacht habe, dass ich irgendwann bei Gelegenheit das vergessen werde. Ne, wäre ja schade um das Geld. So. Da haben wir es verkauft. War keins da. Kurz zum Synchronisieren, ob meine Milch auftaucht. Stroh, Milch, ja, genau. 1007. Und ich will das Zukunft in Raps, Trikal, Hafer, ich brauche Gerste. Gerste brauche ich auch. Kaufen. Maximal. Bestätigen. Dann brauche ich Weizen ist mir zu wenig. Trikale kann ich nehmen für Malzproduktion. Hoffe jedenfalls. Maximal bestätigen. Gut ist da, siehst du da. Haben wir schon. Haben wir gekauft. So, C. Kann man ein bisschen Milch einladen, ne? Lassen. Denn Gerste ist bei mir mit Mangelware, dass da hinten noch was fehlt. So. Da sind wir. So, Kuh, Milch her. Die Welt hat Durst. So. Da sind meine Milchkühe, fleißige Kühe. Sind zwar auch verfressen, aber gut, ne? Ist halt so, ne? So, Tabak, gucken. Hopfen ist voll, macht er automatisch. Hopfen, Tabak ist 50%. Dann werden wir gleich aus dem globalen Markt rausnehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das theoretisch ja drin bleibt, wenn man jetzt das Spiel beenden würde. Aber normalerweise ja, weil das ist ja jetzt auch gespeichert sicher, denke ich mal. So, man kauft und Detail, das kommt man hier wieder raus. So, vorne auch. Jetzt kann man halt die beiden Sachen einladen, die wir gekauft haben. Ne? Einmal Gerste und dann wieder Trikale. Trikale. Und dann können wir das gleich so versuchen, wir versuchen es zu verkaufen, zur Malzproduktion. Und wenn das nicht gehen sollte, ja gut, dann wird es mal eingelagert und bei Bedarf, wenn ich Zeit habe, verkaufen oder irgendwas dann schon finden. Also mit Outreiter funktioniert einmal frei. Bei den kleinen Feldern habe ich auch nur einen Drescher und einen Abfahrer. Bei den großen habe ich schon mindestens zwei. Ne, zwei Fahrer. Und die Gerste fahren wir nachher gleich in der Brauerei. Das fahren wir erstmal. Tam. Tabak. 80%, aber 100% fahren wir hin. Ja, das ist Folge Nummer 3, Montag. So, nochmal Deckel zu. Aus Prinzip, ne? Später mal machen wir es nicht, aber heute machen wir es mal so. So, auf geht's, Richtung Malzfabrik. Im nächsten Jahr will ich ja die Zuckerrübenfabrik kaufen und im Jahr darauf den Bäcker, wenn das finanziell sich ausgeht, muss dazu sagen. Das muss ich abwarten. Schweine werden wir noch verkaufen, beziehungsweise
zum Schlachter bringen, eignen, ne? Dass wir dann mal auch einen Tag wieder Fleisch fahren können und Wurst. Ein Fußballstadion, Sport treiben, ne? Massenveranstaltung hier. Hier gibt's keine Kontaktsperre, ist alles frei. Die Spinne. Im chinesischen. Die Kurve. Obwohl das ja nicht aus China kommen soll. Soll schon vorher gegeben haben. Ich sag mal so, ich hab's im Oktober schon gehabt. Da war ich mal in Anführungszeichen schwer krank, kann man nicht sagen, aber ich hatte halt einen extrem starken Husten. Das kenne ich so nicht. Also Husten kenne ich schon, aber nicht so aggressiv und schwer, ne? Also hat Bonbons auch nicht geholfen. Konnte ich nachts im Grunde nicht schlafen. Da ich mich krank gemeldet für 4 Tage. Und da ging es ganz gut. Am ersten Mal hatte ich so eine Tabletten gehabt, Hustenlöser. Die haben nicht gewirkt irgendwie, aber so wenig. Beim zweiten Mal habe ich mir so ein Sirup gekauft. Und der hat geholfen. Ich war nämlich in 2 Etappen erkältet. Also einmal und dann noch das halbe hinterher. Sag mal so, zu früh zu Hause. Aber hohes Fieber hätten in dem Sinne nicht gehabt. Ein normales Fieber, kann ich sagen. So 38,5 so im Dreh. Bezeichne ich mal nicht als hohes Fieber. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der das annimmt. Bin mir nicht ganz sicher. Das habe ich mir gedacht. Was machen wir damit? Gerste und Weizen, ne? Ja. Gut, dann fahren wir zurück zum Lager erstmal. Brauerei dann sind auch nicht. Ja, logisch, Weizenbier und Gerste, ne? Das ist ja dann ist komplett anders, obwohl es eigentlich. Naja, gut. Beim Bäcker vielleicht. Mühle. Aber verkaufen will es ja nicht, ist ja teuer eingekauft. Dann lagern wir es ein in unserem Lager. Aber die Gerste können wir da hinbringen zur Brauerei. Flaschenbier, glaube ich. Versuch war es wert. So, da sind wir. Aber wie das alles so funktioniert mit Tachoanzeige und so, ne? Das war schon erstaunlich. Da stecken so viele Zahlen in dem ganzen System. Im Hintergrund. Ich würde auf Dauer nicht durchblicken. Gut, dass es einige gibt, die es können, ne? So, die PlayStation 5 ist raus, ne? Wenn jeder weiß. Ich werde mir zwar keine kaufen, aber es geht ja darum, dass die endlich wissen, was für die amtlich-technischen Daten die haben, ne? Also für... kurz überlegen, für LS Mindfang 22 und so, ne? Jetzt können sie endlich ihre Parameter für Spiel festlegen, ne? Da können sie gleich eine Vierfachkarte rausbringen und nicht einfach hier, wo viele normale Rechner eine Vierfach nicht leisten können, glaube ich. Aber sie können von vornherein die Leistung höher schrauben, ne? Da sind wir wieder hier im Lager. Na, ich war es gewesen, ne? Kippen es raus, ne? Was soll's? War ein Versuch wert. Aber im globalen Markt darfst du nicht lange überlegen, da musst du ja gleich kaufen, wenn was da ist. Beim zweiten Mal ist es weg. Hatte ich schon mal gehabt. Aber war mit Weizen und Gerste. Ich bin müde. Gibt's doch gar nicht.
meine größte Sorge. Größte Sorge, dass ich da nicht, dass ich Montag nachts nicht schlafen kann, zur Nacht, also zum Montag. Ja, Spiegel funktionieren auch. So, stellen wir hier ab, die Gerste ist nicht so wichtig, da ist aber da. Malz wäre auch genug da. So. Hatte eigentlich vorgehabt, auch mal die Dings zu machen für Diesel. Aber das hat sich ja, ich will nicht sagen erledigt, aber das ist halt nicht mehr so vorrangig, weil mein Raps ja prinzipiell dort ist. Ne? Aufgrund der Tatsache, dass ich den Gehe-Mod getauscht habe. Dumm von mir, ne? Aber gut. Ist leider so. Der sollte bald mit durch sein. Dann kann hier bald geflügt werden. Dann muss ich einen Abfahrer organisieren vom Feld Nummer 6, Mais. Ja, dann muss auch geerntet werden, wenn nass ist, ne? Wenn trocken ist. Weil es morgen ist schlecht. So. Aber wir haben einen Anhänger da, sonst hat nicht. Das läuft von alleine. Bleibt hier stehen. Hopp, hopp. Das heißt, wir brauchen einen Traktor. Einen halbwegs guten Traktor. Gucken. Und den kann man nehmen, theoretisch. Das ist für Gras, muss mal gewaschen werden. Ne? Düngersteuer. Aber wir haben nur einen, aber immerhin, ne? So, wir brauchen nur einen halbwegs guten Traktor. Hier hingestellt. Okay, 2. Haben nicht mehr, ne? Der war auch ein K2, nicht so stark. Ah, hier, dann nehmen wir hier den. Die haben ein bisschen mehr Power. Für Feld Nummer 6 vorbereiten. So, nehmen wir den grünen. Der an sich, da müsste noch Mist drin sein, den wir gleich mal raushauen. Und dann waschen, ne? Aus Prinzip. Im Grunde wäre es hier egal, aber. Das wäre dann nicht hygienisch, sag mal so, wenn man dann Mais fahren würde, ne? Und als jetzt ein Viehfutter wäre, trotzdem wird es gewaschen. Ich bin auch die Tiere krank. Und zwar alle geht alles in ein Lager rein. Deswegen fahre ich auch kein Mist in mein Lager rein. Weil dasselbe System. Wenn man sich vorstellt, dass da. Erstmal kippt man Getreide ab und dann kommt Mist drauf und dann kommt man wieder Getreide hinterher. Dann hält er das nicht gut. Selbst wenn man das perfekt reinigen könnte, also manuell, wäre das nicht mein Fall. Schön, dass Lager sowas kann. Aber dann müsste ich extra Lager haben für sowas, ne? Aber Mist, ja, so viel Mist haben wir gar nicht. Also hier liegt kein Schnee, Rückwärtsfahren muss eigentlich funktionieren, ne? Nicht meine Stärke. So, das kippen wir mal ab. Wir werden den Burschen gleich mal waschen. Komplett, ne? Wenn schon, dann schon. Und dann werden wir Richtung Feld Nummer 6 schicken. Später als Abfahrer. Oder wir fahren mal selber hin. So.
Ja. Okay, Taste drückt. Dann auf E gedrückt. Statt auf W. Wollte laufen. Nur hinten war ja wichtig. Die wäre so eine Vorrichtung ganz gut, wenn man auch von oben reinigen könnte, ne? Ohne eine Waschstraße wäre auch schön. Aber gut. Musst du gehen. So. Bisschen sauber machen. So. Ich höre so ein Geräusche. Das kann doch nicht im Spiel sein, ne? Kann schon. So. So, mal gucken mal. Alt 0. Hof. Hof nicht. Feldnummer. Fünf. Sechs was gewesen. Na. Gut, dann fahren wir nicht zur Straße. Ist ja kein Problem. Da liegt noch ein Dünger herum. Soll ich mal sehen. Hat er ja mal auch entleert, ne? Düssel. Ist der Tammes fertig? So. Du darfst mal fahren, ne? So, dann wir gleich mal die Reste nacharbeiten hier. So ein paar Dinger stehen ja noch. Und das können wir ja nicht verschenken, ne? Heute bin ich sportlich. Oh, die Folge wird zu Ende. So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's weiter. Wir freuen uns, wenn ihr da seid. Tschüss.